Officially presented by Ewa Outdoor Classics and our partners, Beretta, Steiner, VFG Weapon Care, and the Lead-Free Hunting Bullets by RWS. Hallo liebe Leute, ich bin's, der Christian von Kurzwaffenausbildung.de, unterwegs für das Low Ready Magazine, lowreadymagazine.com, das neue Community Magazin für Modern Gun Culture made in Europe. Ich bin hier auf der IWA 2024, ich bin immer noch mit der Claudia, also known as Hunting Tales, am Stand von Bergara. Und wir sind immer noch dabei, die verschiedenen Neuigkeiten von Bergara zu besprechen. Und wir sind noch lange nicht fertig. Bergara hat sich ordentlich was einfallen lassen dieses Jahr. Das wird einem bewusst, wenn man viel drüber redet. Was haben wir hier? Hier haben wir die neue B14 Stoke. Stoke. Eine komplett neue Variante, die es vorher noch nicht so gab, mit dem Ziel, etwas Kompaktes zu schaffen. Wie man sieht, es ist auch sehr kompakt. Also kompakt ist die, keine Frage. Ja. Das war so das große Ziel, es ganz schlicht zu halten, aber ein cooles Design reinzupacken. Und alle Vorteile, die wir sonst in den B14-Modellen haben, sind drin. Also auch eine Sub-MOA-Garantie auf 100 Yards. Wenn der Schütze das schafft? Wenn der Schütze das schafft, die Waffe schafft und auch die Fabrikmunition beinhaltet diese Garantie. Was auch die Munition, also es ist nicht an der Munition, liegt es dann auch nicht, wenn ihr damit nicht trefft. Was hat die Stoke, was haben die anderen nicht? Sie ist erstmal vielleicht, wir wissen ja, Bergara produziert jetzt nicht die teuersten Waffen, ein wirklich günstiges Modell und liegt beim Endkundenpreis, je nachdem, wo er kauft, auch unter 1.000 Euro. Wahnsinn. Für einen Repetierer, der auch natürlich auf der Remington 700-Plattform basiert. Heißt, da kann ich auch wieder alle Ersatzteile nutzen. Also die Schäfte zum Beispiel. Ne? Genau. Falls mir der super geile Stoke schafft, aus irgendeinem Grund nicht gefallen sollte, Genau. Kann ich ihn in einen anderen Schaft reinpacken, der für die Remington 700 gemacht wurde. Dafür gibt es ja ausreichende. Dann ein ganz besonderes Detail, was mir super gut gefällt, ist das AICS-Magazin. Genau, die Bodenplatte nach diesem AICS-Standard. Genau, heißt, wir können die Magazine durchwechseln. Wenn uns ein 5-Schuss-Magazin nicht reicht, einen 10-Schuss reinmachen. Wer sagt, okay, ich möchte ein bisschen was Kleineres, was eben nicht unten rausschaut, ich will nur ein 3-Schuss-Magazin, kann ich das auch ein bisschen abkürzen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Genau, wir haben auch wieder einen schönen Schlossgang. Diesmal sehr schlicht gehalten, keinen gefluteten Verschluss, keinen kanalierten Lauf. Trotzdem Cerakote-Beschichtung, dass das auch hier Kratzer standhält. Mündungsgewinde für Schalldämpfer. Und das auf jeden Fall eine sehr coole Waffe für Einsteiger, für Leute, die was Kompaktes suchen, einen schönen kompakten Repetierer haben wollen. Und ich muss sagen, umso länger sie sich in der Hand halte, bereue ich es, mir sie noch nicht bestellt zu haben. Was mir aufgefallen ist, sie ist halt echt leicht. Ne? Ja. Also sie hat jetzt halt keine besonders gewichtssparenden Features eigentlich. Also der Lauf ist nicht kanaliert, der Verschluss ist auch nicht geflutet insgesamt. Das Ding ist super leicht. Für mich die jetzt spontan die perfekte Pirschbüchse. Da muss noch eine Picatinny-Schiene rauf, dann kommt halt eine Montage und ein Glas entsprechend drauf. Das ich ist eine wirklich sehr, sehr solide und auch der Schaft fühlt sich gut an. Ja, der fühlt sich gut an, er hat ein gutes Feel. Insgesamt der Pistolengriff ist ein bisschen steiler geworden im Vergleich zu der Sporter-Serie zum Beispiel. Es ist auch eben schön für Menschen mit kleinen Händen. Ja. Ich komme nämlich gut in den Abzug. Das ist sowas, was ich immer, weil ich sehr kleine Hände habe, also wenn ich mit deiner Hand vergleiche, ja. Ist das ein dezenter Unterschied. Ist immer so leicht, andere Hand. Ja. Oh ja. Kleiner Unterschied. Genau. Dementsprechend ist das sehr cool. Wir haben auch wieder eine recht gute Kaliberauswahl. Ich muss mal ganz kurz spicken. Den Lauf, wir haben unterschiedliche Lauflängen, beginnend bei 16,5 Zoll bis zu 20 Zoll. Hängt natürlich auch wieder vom Kaliber ab. Ich kann relativ klein einsteigen mit einer 223 Remington, kann aber bis zu 308 hoch. Ich glaube, viel weiter ist es nicht. Aber bei so einer Waffe macht ein größeres Kaliber, glaube ich, auch eher weniger Spaß, weil sie doch kurz und leicht ist. Aber ich habe auch einen Gewinner, wenn ich bescheiden fahren möchte. Sehr, sehr cool. Mir gefällt sie auch echt sehr, sehr gut. Mein Schrank ist voll. Großer Schrank, Christian. Also muss heißen, mein Wohnzimmer ist voll mit Schränken. Zusammenfassend können wir sagen, perfekte Einsteigerwaffe, ja? Von 223 Remington über 22-50, 6.5 Creedmoor 308, auch in 300 Blackout, diese ist jetzt die Variante in 300 Blackout mit dem kürzesten Lauf, die Waffe fühlt sich gut an, sie bietet alles, was man als, nicht nur als Einsteiger braucht, es ist einfach ein wirklich gutes, leichtes Arbeitsgerät, ja. Fantastisch.
Definitiv. Und Sub-MOR-Garantie. Und Sub-MOR-Garantie. Wenn ihr mehr über die Bergara B14 Stock erfahren wollt, dann besucht die Links unter diesem Video und besucht uns auf lowreadymagazine.com, dem neuen Community-Magazin für Modern Gun Culture made in Europe. Ihr findet dort auch einen Artikel, wie ihr selber Contributor werden könnt, von Moritz geschrieben. Wir freuen uns drauf, von euch zu hören. Sehr coole Nummer auf jeden Fall. Bis bald.